ersten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß nach vorn, den linken Fuß nach vorn. Und 3 Triple Step nach hinten mit rechts beginnen. Den rechten nach hinten, den linken an den rechten ran, den rechten Fuß nach hinten. Jetzt setzen wir den linken Fuß hinter den rechten und machen eine halbe Linksdrehung. Jetzt setzen wir den rechten Fuß vor den linken und machen wieder eine halbe Drehung. Und zum Schluss noch ein Coaster Step mit links beginnt. Den linken Fuß nach hinten, den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß wieder etwas nach vorn. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen jetzt den rechten Fuß nach vorn, beugen die Hüfte nach rechts, nach links und nach rechts. Dann setzen wir den linken Fuß nach vorn, beugen die Hüfte nach links, nach rechts, nach links. Jetzt machen wir einen Rock, den rechten Fuß nach vorn, Gewichtswechsel, wieder zurück. Und ein Shuffle mit einer Dreivierteldrehung rechts rum. Das heißt, den rechten Fuß zur Seite, etwas nach hinten, den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß nach einer Dreivierteldrehung wieder nach vorn. Ich zeige das noch einmal ab dem Rock. 1, 2, 3 und 4. Und diese 8 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte, dabei drehe ich mich um, damit man das besser sieht. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Jetzt setzen wir den linken Fuß zur Seite, etwas Gewichtswechsel, wieder zurück. Jetzt kreuzen wir den linken Fuß über den rechten Fuß zur Seite und mit den linken machen wir eine kleine Drehung und setzen die linke Ferse vorn auf. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3 und 4. Und die nächsten Schritte, wir ziehen jetzt den linken Fuß an den rechten wieder ran. Den rechten Fuß kreuzen wir über den linken und den linken Fuß schwingen wir nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß vorn ab, etwas Gewichtswechsel zurück und setzen den linken Fuß links ab. Diese 4 Schritte zeige ich noch einmal. Und 1, 2, 3 und 4. Und diese 8 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6,
7 und 8. Und die letzten 8 Schritte? Dabei drehe ich mich auch um, damit man das besser sieht. Das war der Ausgangspunkt. Jetzt kreuzen wir den rechten Fuß über den linken und setzen die linke Fußspitze zur Seite. Dann kreuzen wir den linken Fuß über den rechten und setzen die rechte Fußspitze zur Seite. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir einen Zählerstep. Das heißt, den rechten Fuß hinter den linken, den linken an den rechten ran und den rechten wieder etwas nach vorn. Jetzt machen wir noch einen Zählerstep mit einer halben Drehung nach links. Und zwar, wir setzen den linken Fuß hinter den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß wieder etwas nach vorn. Ich zeige diese Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Und der Tanz beginnt von vorn.